Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Blomberg TV. Diesmal dreht sich alles um das Blomberger Schützenfest. Wir blicken zurück auf 4 ereignisreiche Tage in der Nelkenstadt. Das Fest der Feste in der Nelkenstadt begann am Donnerstag traditionell mit dem großen Zapfenstreich. Feierlich marschierten die Schützenbrüder dazu vor dem Rathaus auf. Der Schein der Fackeln hüllte den Marktplatz dabei in eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre, die zahlreiche Blomberger sowie Gäste aus nah und fern genossen. Einen Tag später stand dann mit Bernd Riedel aus dem Pinselrott der neue Schützenkönig fest. Die feierliche Königsproklamation fand traditionell auf dem festlich geschmückten Marktplatz statt. Bürgermeister Klaus Geise verkündete den offiziellen Ausgang des Königsschießens und ließ den neuen König hochleben. Jubel sei der weltverkündete Blomberger neuen Schützenkönig! Oberst Peter Begemann heftete dem neuen Schützenregenten die Königsmedaille ans Revers. Der scheidende König Wolfgang Dittrich übergab die Schützenkette an seinen Nachfolger. Den zweitbesten Schuss gab der neue Vizekönig Dieter Köller aus dem Nelkenrott ab. Jungschützenkönig ist Niklas Ochmann aus dem Stuhlrott. Das neue Schützenkönigspaar präsentierte sich den Blombergern erstmals am Samstag auf dem Marktplatz. Bei strahlendem Sonnenschein wurden Bernd Riedel und Silke André bereits vor den Schützen aus der Nelkenstadt erwartet, die zuvor in Blombergs guter Stube aufmarschiert waren. Die Schützenbrüder begrüßten erst das Jungschützenkönigspaar Niklas Ochmann und Gina Brinkmann, dann Vizekönig Dieter Köller und Oberst Peter Begemann. Von vielen Schaulustigen sehnlich erwartet, erreichten dann die prächtig geschmückten Kutschen mit Königspaar und Hofstaat, begleitet vom Königsrott, dem Pinselrott, den Marktplatz. Dem Hofstaat gehören Steffen André und Sandra Warner, Erik Jäger und Petra Schön sowie Detlef Lübbers und Tina Jäger an. Nach der Vorbeifahrt und einer Ansprache versammelte Oberst Peter Begemann die Offiziere des alten Blomberger Schützenbataillons um sich, um dem Königspaar die besten Wünsche für die Regentschaft mit auf den Weg zu geben. Wenn man durch die Straßen und Winkel geht, sich die Plätze anschaut, spürt und sieht, wie eine ganze Stadt in Bewegung ist, wie alles durch Birkengrün, Girlanden und Blumen Gestaltung annimmt. Über eine besondere Ehre durften sich die neuen Schützenmajestäten Bernd Riedel und Silke André am Sonntag freuen. Das Königspaar verewigte sich auf dem Marktplatz im Goldenen Buch der Stadt. Zuvor waren bereits die 13 Ritter des alten Blomberger Schützenbataillons und einige Gastvereine aufmarschiert. Oberst Peter Begemann und Bürgermeister Klaus Geise hielten die Festansprachen. Den Schützen gelingt es immer wieder neu, die Heimat- und Brauchtumspflege zu bewahren und sie gleichzeitig in neue Zeiten zu führen. Sie führen die Menschen zusammen, fördern die Gemeinschaft und damit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Anschließend schritten Bernd der Erste und Silke die Erste zur Tat und trugen sich ins Goldene Buch ein. Bevor es dann zum großen Schützenumzug durch die Stadt kam, gab es für die zahlreichen Besucher rund um den Marktplatz mit dem Vorbeimarsch der Rötter und Gastvereine noch ein besonderes Erlebnis. Ein Höhepunkt des Blomberger Schützenfestes bildeten auch in diesem Jahr wieder die beiden Königspolonaisen am Samstag und Sonntag. Vom Festzelt ausgehend machten sich Schützen samt Frauen auf den Weg in Richtung Marktplatz. Dass das Schützenfest mit all seinen Facetten in der Nelkenstadt ankommt, bewies die Tatsache, dass einmal mehr viele Schaulustige den kurzen Steinweg und den Bereich rund um den Marktplatz bevölkerten. Mit Spannung wurden vor allen Dingen die Damen mit ihren prächtigen Kleidern erwartet.